Freunde, Servus, willkommen zurück zu einer neuen Folge mit mir, euch und ihm. Ja, mehr sind wir nicht mehr. Maria ist in der letzten Folge von uns gegangen. Laura rennt hier noch irgendwo rum und wir haben beim letzten Mal, waren wir im Rosewater Park, nachdem wir im Krankenhaus waren, was hier war, was übrigens gar nicht auf der Map eingezeichnet ist. Aber nachdem wir hier waren, wir haben im Park den Schlüssel für Silent Hill Historical Society. Gut, das ist so eine Art Museum, glaube ich, heißt das. Also das Gebäude, was innen drin ist. Ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen, wenn wir da sind. Wir haben nicht so viel Zeit heute in der Folge, weil Markus ist gleich mit seinen World of Warcraft Nerd-Freunden verabredet, um zu raiden. Aber wir schauen einfach, wie weit wir kommen. Wir gucken einfach mal. Also vielleicht schaffen wir nicht das ganze nächste Gebiet in der Folge heute. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Oh, da höre ich doch schon was. Ja, komm, die lassen wir mal. Genau, letzte Folge sind wir dann hier noch durch die... Oh Gott. Durch die City gerannt und es hat einiges an Gegnern hier. Ich glaube, die soll man auch nicht alle umbringen. Also ich glaube, die sind echt dafür gemacht, dass man... Schreit denn da so? Die sind echt dafür gemacht, dass man hier einfach mal ein bisschen durchrennt. Guck mal, hier haben wir Scheiß. Scheiß ist immer gut. Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Wie war euer Tag? Ich wollte mich auch dafür bedanken, dass irgendwie noch so viele die Silent Hill-Teile gucken. Weil ich meine, klar... So Videos, die man in Parts aufnimmt, die kommen irgendwie immer schlechter an, als wenn man das als Einteiler hochlädt. Wisst ihr, also mit jedem Part, den man neu hochlädt, verliert es an Views. Das ist ganz normal. Ich glaube, boah, nee, lasst mich doch mal in Ruhe. Ja, da möchte ich aber schon auch nochmal gucken, ne? Also ich glaube, das passiert den größten YouTubern. Und ich bin trotzdem überrascht. Natürlich hat es abgenommen, klar, aber wie viele es trotzdem noch gucken. So, ich finde das insane. Das irgendwie. Ich weiß, das klingt für manche YouTuber nicht viel, aber für mich ist das viel. Irgendwie 100 Leute gucken sich meinen Part an. So, ich stelle mir vor, ich stehe in einem Raum und 100 Leute stehen vor mir und finden toll, was ich sage. Ich weiß nicht, ich finde es insane. Da vorne durch die Tür kommen wir, glaube ich, in Heaven's Night. Dem Erwachsenenclub. So nenne ich es mal. Und hier irgendwo vorne ging es in Pete's Bowl. Ich glaube, dann war die Tür bei den Nurses natürlich, ne? Ja, ja. Wo auch sonst? Hier kommen wir sogar wirklich rein. Hier ist es überraschend hell drin, im Gegensatz zum Rest. Liegt Eddies Pizza hier noch irgendwo? Sein Karton? Nö, den hat er weggeräumt. Das finde ich gut. Liegt hier was Neues? Ne, da hinten ist so ein Bowlingpin. Kann ich hier mitnehmen? Nein. Na gut, hier haben wir nichts Neues. Man kann halt nur einfach nochmal hier rein. Warum auch immer man das tun sollte. Dann wird in Heaven's Night auch nichts Neues sein, wa? Gucken können wir trotzdem kurz. Jetzt bin ich den falschen Weg rausgegangen. Nee, hier geht's gar nicht raus, glaube ich. Jetzt bin ich hier hinter. Nee, das ist ja falsch. Warte mal. Hier. Die Nurses sind still. Oder sind die weggelaufen? Ich glaube, die sind irgendwo hinter uns. Wir gucken aber ganz schnell in Heaven's Night. Aber ich denke, da wird nichts Neues sein. There's nothing more to do here. I guess I'll be looking for... Okay, möchte da gar nicht hin. Na gut, dann hat sich das ja auch geklärt.
Okay, wir gehen raus und dann müssen wir links. Freunde, mir haben ein paar Leute geschrieben. Ach, sind die laut, die Nurses, ne? Mir haben ein paar Leute geschrieben, dass sie tatsächlich das Spiel noch nie gespielt haben, auch nie gesehen haben, irgendwo oder so. Und dann die, das geht jetzt nur an die, auf die das zutrifft. Habt ihr irgendwie ein paar Theorien, ein paar Ahnungen? Habt ihr irgendwie, ich weiß nicht, habt ihr einfach was gemerkt? Nicht, dass man was merken muss, aber ist euch vielleicht einfach irgendwas aufgefallen? Das interessiert mich. Ey, hier ist was los, ne? Ich dachte ein bisschen Downtime, aber. Da liegt aber was. Okay, James. Ich meine, es ist halt ein Medkit, ne? Ob wir das brauchen, fragwürdig, aber wir haben es. Da ist irgendwo noch eine Nurse. Weiß nicht genau, wo sie rumrennt. Da. Oh, James. Sehr gut. So, hier ist das Gebäude, ne? Da kommen wir jetzt rein. Liegt hier noch was? Da hinten war letzte Mal der Brief, ne? Wird da was Neues sein? Nicht der Brief. Die Map. Ach komm, ich muss jetzt nachgucken. Ich kann dann aber irgendwie nicht nachgucken gehen. Ist wahrscheinlich unnötig, ne? Aber. Mein Spiel ist ein bisschen laggy heute. Und wie er rennt so komisch. Weiß auch nicht, was mit ihm ist. Oh, ja, das ist tatsächlich scheiße. Die hat es ja aber vorhin noch nicht gehabt, als die Leiche schon lag. Oh, nee, Rifleschuss. Die hat es bestimmt nicht gehabt. Aber die Map da ist immer noch die gleiche, ja? Das ist eine Map hier. Ja. Ja, ist 1 zu 1, also ist immer noch, glaube ich, wie vorhin. Der hat sich auch da oben die Silent Hill Historical Society eingekreist. Und ich meine, die Leiche sieht überraschend aus wie wir, von den Klamotten her. Also entweder haben wir den gleichen Designer oder es steckt mehr dahinter. Okay, ja, dann hat sich das ja doch gelohnt. Wir haben einen Rifleschuss bekommen, das ist sehr gut. Ja, das ignorieren wir jetzt einfach wieder mal gekonnt. Ja, doch, das hat sich gelohnt, finde ich. Ist sie wieder aufgewacht? Ach, egal, komm, wir gehen da jetzt rein. So, hier können wir speichern. Das machen wir direkt. Wir machen wieder einen neuen Speicherstand. So, was haben wir hier jetzt? Erstmal gucken, was ist da? Ne, da sagt er gar nichts zu. Die Tür geht nicht auf. Da liegt da irgendwas, so eine Münze oder so drin. Seht ihr das? Die jetzt so, die ist so hervorgehoben. Aber damit kann er auch nichts machen. Eieiei, ist das dunkel hier. Oh, hier kann er rein. Da sieht es aus, als würde es da weitergehen. Da gehe ich noch nicht rein. Wir gucken uns erstmal hier oben um. There's nothing of particular interest. Sagt er das zu allem oder? Oh. Pyramid Head. Misty Day, Remains of the Judgment. It's him. Ja, it's him. Day of Judgment. Also eine Art, er wirkt da wie eine Art
Executioner, jemand, der für die Gerechtigkeit sorgt. Erzählen. Was haben wir hier? A photo is hanging here. Willst, wie spricht man das aus? Willst, keine Ahnung, coal mine. Okay, eine Mine. War es das schon? Ne, hier fehlt noch eins, ne? There probably used to be a painting here. Only the explanation remains. Okay, da war wohl mal ein Bild, nur die Beschreibung ist noch da. Waterfront landscape. Alan Smith. Date of birth and death unknown. A scene of this area from long ago. From the style it looks like it was done sometime around 1820. There were a lot of few people then and only a handful of buildings. Okay, da hing einfach ein altes Bild, so eine Landscape von einem alten Bild. Man weiß nicht genau, wer der Zeichner oder der Steller ist. Zu dem Bild sagt er nichts, ne? Nee. Da kommt man nicht rein, ne? Aber so, es wird so geschätzt um 1820 rum. Hier haben wir aber auch noch so. Ja, ich komme ja gleich darunter. There's nothing useful written on it. Photos hanging here. Brookhaven Hospital, 1880. This hospital was built in response to a great plague that followed a wave of immigration to this area. Diese Tröte da hinten. It was originally little more than a shack, but it gradually grew and grew. Mm-hmm. Entschuldigung. Da steht wieder was über die Plague, die Krankheit, wisst ihr noch? Wo, das hatten wir auch ganz am Anfang, meine ich, im Apartmentgebäude, auch in diesem Müllschacht stand, glaube ich, auch was in der Zeitung darüber. Irgendwie 67 Menschen oder so sind da gestorben. A photo of the director of the old Brookhaven Hospital. It looks like he was a famous person in town. Okay, das ein Foto vom alten Director vom Krankenhaus. Und da halt das Krankenhaus. War übrigens damals nur eine kleine Hütte. Ist jetzt ziemlich groß gewachsen. There's a photo of a deep, deep hole. What could this be? Das sieht spooky aus. Was haben wir hier? Gar nichts. Und hier? Auch nichts. Dann gehen wir wohl mal diese Treppe runter, die überraschend lang ist. Die ist sehr lang. Ich glaube, das ist die längste Treppe, die ich je gesehen habe. Obwohl, ich weiß nicht. Wahrscheinlich habe ich längere gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Diese Tröte dazu. Das kommt immer näher, ne? Was haben wir denn hier? Some kind of document is laying there. September 11, 1820. Prisoner number. Okay, wir sind im Gefängnis. I can't read the rest. What is this? Oder? Also da steht was mit Prisoner. Oh, da hat's was. Warte. Nee, geh mal hier rum, James. Ah! First Aid. Können wir da noch was mitnehmen? Nee. Und ich habe Angst. Oh Gott. Hier schießt die jetzt mal. Never mind, der steht einfach wieder auf. Sehr gut, James. Spooky, wo sind wir denn? Okay, da geht's weiter. Haben wir eine Map? Nein. Haben wir nicht. Gibt's hier irgendwo? Gibt's hier in dem Raum eine Map? Nicht, dass wir was übersehen haben.
Also ich habe jetzt auch keine gesehen, aber die Musik ist sehr gut. Das fühlt sich für mich mit Kopfhörern wirklich so an, als würde jemand irgendwo neben mir rumklopfen. Das ist sehr unheimlich. Sehr gut gemacht. Handgun Bullets. A photos hanging here. Toluca Prison Camp. Built during the Civil War, later become Toluca Prison. Photos hanging there. Death by skewering. An execution at the prison. Death by skewering or strangling. To choose his death is the prisoner's last taste of freedom. Okay, also eine Execution im Gefängnis hier einfach und hier steht. Sein Tod sich auszusuchen, ist die letzte Freiheit von einem Gefängnisinsassen. Ich habe da neulich mit einem Freund drüber geredet. Wir haben über die Todesstrafe geredet und in Amerika natürlich, wie absolut scheiße die Methoden sind. Also erstmal Todesstrafe generell bin ich überhaupt gar kein Fan von. Aber auch wie scheiße die Methoden sind. Da, guck mal, da sind diese Monster drauf auf dem Bild. Die Lying Figures. Interessant. Also wir haben darüber geredet, wie scheiße auch überhaupt diese Methoden sind. Diese dumme Giftspritze, die ja irgendwie nie richtig getestet wurde, die manchmal einfach super scheiße laufen können. Und wir beide der Meinung waren, dass wir, keine Ahnung, erschießen oder Genick brechen, immer noch wesentlich humaner finden als die Giftspritze, auch wenn ich, wie gesagt, komplett gegen die Todesstrafe bin. Und ich wäre, wenn, auch dafür, dass der Mensch, der die Todesstrafe bekommt, sich wenigstens aussuchen darf, wie sie vollführt wird. Ob die Person die Spritze möchte, ob die Person auf den Stuhl möchte, ob sie erschossen werden möchte, ob sie whatever erhangen werden möchte. Wisst ihr? Ich weiß nicht. Wie ist eure Meinung? Könnt ihr mir gerne sagen. A painting is hanging here. Crimson and White Banquet for the Gods. Die sehen aus wie so ein Fake Kuckucksclan. Sehr unangenehm. Oh, die Sounds, ne? Die sind wirklich richtig gut, Freunde. Das hatten wir oben auf dem. Erinnert ihr euch? Gerade eben noch oben im Museum auf dem Bild. The hole's dark and I can't see anything. Will you jump down? Ja? Wasser sieht insane aus. Wie krass die Spiegelung ist. Das sieht aus, als würde es ewig runtergehen. Ich meine, tut's vielleicht. It's just a wall. Jetzt gerade. Ich suche immer die Wände, aber ich denke, was sollen wir sonst machen? Aber ist euch aufgefallen, wie unfassbar. Also, ich gebe euch jetzt zwischendurch mal so ein paar Tipps, trotzdem spoilerfrei. Aber wie unfassbar suicidal das von James war, da einfach runterzuspringen. It's just a wall. Kann man hier nirgendwo? Im Remake konnte man was kaputt schlagen, das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr, wie das im Original war. Naja, hoch will er nicht. Nee. Just this spot here feels different than the rest of the wall. I wonder if I could somehow break it. Genau hier. Den müssen wir angreifen mit der Metallstange.
Nee? Wo ist denn der Spot? Hier. Yeah. This is different. Oh. We did it. Wir haben eine Tür. Ich glaube, sonst ist hier nichts. Ich nehme wieder die Waffe in die Hand. Ich traue mich sonst nicht. Wie viel Schuss haben wir noch? Okay. Ja, aber wie... Oh, 30 Pistolenschuss. Oh Gott. Ih, der Sound. Ah, oh, ist das eklig hier. Das ist sehr unangenehm tatsächlich. Okay, hier geht's auch lang, ne? Wir haben immer noch keine Map von der Ebbe. Oh Gott. Spiral Writing Key. Mein Licht ist kaputt. It's locked. Freund, ich wurde eingesperrt. Oh, das wollte ich nicht. Hat auch nichts gebracht. Ist hier irgendwo auch was in der Wand, so wie in der Gummizelle? Ich meine, da ist, hier ist sowas für... Da kann man irgendwie so einen PIN-Code eingeben, aber ich weiß nicht wie. Haben wir irgendwas in der Tasche? Können wir so einen Drink nehmen, ne? Wir wurden gerade angespuckt. Kann die Batterie? Tatsächlich! Ich weiß nicht. Hier? Die sehen aus, als wären sie viel gepresst worden? Nein. Hey, jetzt kann ich die gar nicht mehr drücken. Tritt mal die Käfer hier, James. Bah. Nee, lass mich mal da dran jetzt. Ach, das war's schon. Ach, wir haben es tatsächlich gelöst. Das war jetzt einfach offen. Gut, das war ja... Also ich wusste... Wir nehmen jetzt nochmal einen, weil wir gerade... Von den Käfern. Ich wusste, dass es irgendwie so Button sind, die irgendwie... abgenutzt oder... Das Lock. Brauche ich nicht den Schlüssel dafür? Okay, da hinten ging es aber noch weiter. Da möchte ich erst gucken gehen. Oh Gott. Also ich wusste, dass es irgendwie Button sind, die schon ein bisschen abgenutzt sind oder blutig sind, aber ich wusste jetzt nicht mehr, wie und wo. Bah! Nee, ich möchte weg. Das ist ekelhaft hier. Nee, lass mich. Ein bisschen weh. Ich muss da durch. Ist jetzt zu? Hä? Ah, nee, hier war's. It's pitch black. Beyond the floor. I can't tell how far the blackness stretches. Will you go down?
killing a person ain't no big deal. Just put the gun to their head. Pow. You killed him? But it wasn't my fault. He made me do it. Calm down, Eddie. Tell me what happened. That guy, he had it coming. I didn't do anything. He just came after me. Besides, he was making fun of me with his eyes, like that other one. Just for that, you killed him? What do you mean, just for that? Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh yeah? Why not? Till now, I always let people walk all over me. Just like that stupid dog. He had it coming too. Eddie. I was just joking, James. He was dead when I got here, honest. Anyway, I gotta run. You're going out there alone? Yeah. Eddie! Eddie, unser Freund. Also erstmal wieder super suicidal von James, in dieses Loch runterzuspringen, beziehungsweise sehr lebensmüde, sehr unüberlegt. Und hier unten hat Eddie auf uns gewartet und hat erzählt, dass jemanden umzubringen keine große Sache ist, dass man sie einfach erschießt. Hat auch noch von einem Hund geredet und hat gesagt, er hat die Person erschossen, weil sie sich sozusagen über ihn lustig gemacht hat. Meinte dann aber, es ist ein Joke. Und er hat nur Spaß gemacht und zieht alleine weiter. Und James fragt ihn, ob er halt wirklich alleine weiterziehen will. Und Eddie sagt, ja. Aber was komisch ist, Freunde, ihr seht, Eddie hat beschrieben, dass die Person ja irgendwie auf ihn zukam oder halt irgendwie so vor ihm war und sich über ihn lustig gemacht hat. Auf jeden Fall waren die in einer Art Gespräch oder sowas. Und in Gesprächen guckt man sich meistens an. Und ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber die Leiche wurde durch den Hinterkopf erschossen. Da, ihr seht das Gematsche, ihr seht da das Brain, was rausfliegt. Das ist nicht von vorne. I got a tablet of glutinous pig. Hier kann man speichern. Das machen wir auch. Das aber versteckt hier. Hat sie sonst noch was in dem Raum? Also Eddie scheint hier irgendwie zu lügen oder so. Oder er sagt natürlich die Wahrheit und meint, die Person ist vorher schon da gewesen. Das kann natürlich sein. Aber er wirkt, finde ich, nicht so. Eieiei, hier geht's direkt los, ne? Ach du Scheiße. Greifen die nach mir? Kann ich die rauslassen? Ne, besser. Ih, spuck mich nicht an. Handgun-Bullets. Sind da Papiere an der Wand? Nein. Nee. Oh Gott. Das ist eine volle Zelle. Oh, okay, wo fangen wir hier an? I got Rex Doll. Books are scattered all over the bed and the floor. Black magic from the abyss. Resurrection.
of the Dead, The Chronicle of Agrippa, Manuscript of the Iron Rings. I guess I shouldn't worry about these too much. Das wird auch irgendeine Bedeutung. Boah, hier ist es so laut, ne? Ah, da sind noch mehr. Sind da noch andere? Ja, The Sacrifice and the Art of Demon Summoning, Tome of the Zer, The Feast of the Succubi, The Fallen Angels of Mercy and Favor. Sagt er dazu was? Nein, Freunde, ich sag's jetzt erstmal wieder nicht, weil wir das vor allen Dingen noch in Silent Hill 3 erleben werden, aber dieses Symbol ist vielleicht einigen bekannt. Hier ist was los, ne? Oh Gott, James. Na gut. Oh, hier ist wieder ein bisschen stiller. Jetzt können wir wieder ein bisschen reden. Okay, da waren gerade ziemlich viele Bücher in der Zelle. Bloodstained Clothes, sonst nichts. Die werden alle irgendwas zu bedeuten haben. Es ist Silent Hill. Aber ich bin ehrlich, ich weiß nicht was. Haben wir die Map verpasst? Was sind wir denn hier? Was ist das? The Three Sins. Was war denn das? Was ist das? Oh, James. Okay, Vorsicht, er kann hier runterfallen. The Three Ropes Hanging. Ne, James, komm. Dann kommen wir immer schnell runter. Also, hier wurden wohl Leute gehängt. Guck mal, das sind Pyramid Heads, seht ihr's? Aber das ist übelst unheimlich. Moment, wir haben doch hier dieses. Dieses. Das sieht aus, als können wir es da einsetzen. Ich weiß ja nur nicht wo. Ah, er setzt es einfach von sich aus schon anscheinend richtig ein. Ja. Rennt hier irgendwer rum? Dieser kleine Rumrennsound, das ist übelst unheimlich. Ich fühle mich übelst unwohl damit. Ich weiß nicht warum. Oh, nee. Oh, ich möchte hier raus. Nee, ich mag das gar nicht. Nee. Das hat mir übelst Anxiety jetzt gegeben. Freunde, hier ist doch bestimmt irgendwo eine Map. Und wir haben sie verpasst. Ich gehe jetzt nochmal an den Anfang. Oh Gott. Das war nicht der Anfang. Lass mich. Und ich habe mich verirrt, weil wir keine Map haben. Scheiße! Ne, hier geht's raus, das will ich nicht. Jetzt leben die alle wieder, ne? Da ist eine Tür. Und die sieht schon besser aus. Was haben wir hier? Oh, da liegt auch was. Handgun Bullets? They had documents on the desk, they got nothing to do with it. Hallo. Spiel ein Videospiel. Geh weg. Boah, überall, ne?
Ich weiß nicht, wo ich bin. I can't open it. Ja, warte mal, bevor wir das nehmen. James. Oh Gott. Ey, das ist der Hard Mode ohne Map. Okay, jetzt lesen wir das. I got the tablet of the seductress. Oh, wir haben neues für draußen. Wie sieht das aus? Ja. Metal tablet with seductress drawn on one side. Kannst du auch combine mit irgendwas? Zeig mir das mal. Hier geht's auch weiter, ne? Oh Gott, und wir haben keine Map. Can't open it. Hier! Oh Gott sei Dank, wir haben die Map gefunden. I got a map of the prison. Okay. Okay, da waren wir über. Da waren wir auch noch nicht, ne? Eieieiei, hier gibt's einiges zu. Okay, gehen wir erstmal da oben rechts gucken. It's locked, okay. Die machen wir irgendwann noch auf. Da liegt ein Feuer hinter. Das heißt, wir müssen dahinter. Wo ist denn das? Da in den anderen Flur. Hier müssen wir rein. Nee, Quatsch. Hier. Vielleicht kommen wir von da oben da durch. Oder von hier unten. Hier ist ja noch ein Treppenhaus, glaube ich. Freunde, hier gibt es viel zu entdecken. Es sieht so aus, als wenn wir von hier da durchkommen. Hier ist es mir zu ruhig. Ja, da haben wir es schon. I got a ladder. Da ist besetzt. Entschuldigung. Ich kann da nicht reingucken, ne? Von hier, ne. Na gut. Ich glaube, wer auch immer da sein Geschäft verrichtet, möchte nicht gestört werden. Und das ist auch in Ordnung für mich. Oh, hier kann man speichern in den Toiletten. Ein Ort der Sicherheit. Oh, hier geht es tatsächlich durch. Wo sind wir jetzt? Am Treppenhaus. Boah, hier gibt es ja so viel zu entdecken. Wir werden erstmal noch hier gucken. Oh Gott. Ja. Alter, legt euch nicht mit James an. Buttercake. Da ist noch eine Ampulle. Hier ist noch ein Medkit. Da ist ein Bild an der Wand. Interagiert ihr damit? Nee. Was haben wir hier? There's a magazine here. I've never seen it before. It's probably a locally published magazine. Okay, ein Magazine, was er noch nie vorher gesehen hat. Und es ist wahrscheinlich hier ein lokales. Oh! Toluca Lake, the town's main tourist attraction. This clear, beautiful lake has another side as well. Also Toluca Lake, die größte Touristenattraktion der Stadt. Dieser klare, schöne See hat noch eine andere Seite.
may seem like just a typical ghost story that you might find in any number of old towns across the country, but in this case the legend is true. Okay, das wirkt jetzt vielleicht wie nur eine Geisterstory, die man überall hört, aber diesmal ist es true. On a fog-bound November day in 1918, the little Baroness, a ship filled with tourists, failed to return to port. Okay, also 1918 in einer Nebel-November-Nacht hat ein kleines Schiff mit Touristen gefüllt, es nicht geschafft, zurück zum Hafen zu kommen. A newspaper article from back then simply says it most likely sunk for some reason. Okay, es ist für irgendeine Reason, für irgendeinen Grund ist es einfach gesunken. Despite an extensive police search, not a single fragment of the ship nor any of the 14 bodies of passengers or crew has ever been recovered to this day. Okay, trotz intensiver Polizeisuche wurde weder das Schiff noch irgendein Teil davon noch irgendeine von den Leichen oder Crewmitgliedern jemals gefunden bis heute. In 1939 an even stranger incident occurred. Okay, 1939 ist noch etwas Seltsameres passiert. There are many pages torn out. Die Seiten sind jetzt ausgerissen. Many corpses rest at the bottom of this lake. Their bony hands reach up towards the boats that pass overhead. Perhaps they reach for their comrades. Viele Leichen liegen am Grund des Sees. Ihre knochigen Hände strecken sich so nach oben zu den Booten, die über sie drüber fahren, als würden sie vielleicht danach reichen wollen. Ich glaube, das sind die Leichen von der Plague. Es war ja die Plague hier irgendwann mal in der Stadt. Und die Leichen wurden im Wasser, im Toluca Lake, bestattet. Mehr sagt er dazu nicht. Das werden, denke ich, diese Leichen sein. Oh Gott, hier ist Emma in dem Raum. Oh! Eine Hunting Rifle. Eieieiei, Freunde, wir haben eine Rifle. Und da liegt noch was. Die war aber versteckt. Die möchte ich ausprobieren. Ich will die ausprobieren. Oh Gott. Der ist weggeflogen. Nee, ich möchte die richtig so auf Range ausprobieren. Können wir das Bild noch? Nee. Links waren wir noch in drei Zimmern nicht gucken. Da oben. Okay, sind alle zu. Eine zur Tür ist immer eine gute Tür. Da ist eine Bodenluke. There's a cover on the ground, but I can't open it. There's only a depression left. But there was probably once a handle. Okay, wir brauchen eine Handle. Oder sowas in der Art. Damit wir das öffnen können. Ist das hier? Okay, sonst ist hier gar nichts, ne? Dann müssen wir oben wieder raus und zurück. Ich glaube, wir kommen aber nur durch die zweite Tür. Ey, Freunde, seit wir die Rifle haben, ne? Wir sind quasi unbesiegbar jetzt. Ja, hier ist kaputt, hier kommen wir durch. So, links waren wir noch nicht. Da ist zu. Ist da jetzt auch zu oder was heißt das? Da ist aber offen. Dann können wir vielleicht da lang. Wir gehen aber erstmal da oben gucken. Ne, ist auch zu. Ja gut, dann können wir uns das auch abschminken. Hier ist noch zu, wa? Das werden wir nicht aufmachen können. Warte, wo ist das? Jetzt bin ich schon zu weit gelaufen. It's locked. Ja.
Okay, direkt hier können wir rein. Eieiei. Können hinten durch, rechts und. Ja, können dann rechts nach runter gehen vielleicht. Gucken wir mal. Ne, können wir auch nicht durch, ne? Okay, das ist broken. Da geradeaus, was heißt das X da, aber trotzdem mit rechts und links? Hier haben wir noch nicht versucht. Hier geht auch. Oh, hier können wir rein. Was ist das denn? Was hat das denn zu bedeuten? Sind die Punkte und Vierecke Menschen? Ah, oh, da steht was. 436 Menschen. Okay. Hier brennt irgendwas. Das könnte. Was ist das für ein Gebäude? Das könnte ein Krankenhaus sein, es könnte ein Hotel sein, vielleicht das Hotel, wo wir eigentlich vielleicht noch hinwollen, weil also was oben auf der Map ist, überm See. Es könnte, aber es ist nicht das Brookhaven Hospital, das hat nämlich ein Flachdach. Burning Man. Okay. Was ist das? Woman in Flight. Okay, wer auch immer hier in der Zelle gewohnt hat, war ein kleiner Künstler. Was? Ne, das finde ich unheimlich. Wir haben die dritte Platte. More Magazines. Ich glaube, dahin Jesus. Wer flüstert denn da? The iron bar door is tightly closed. I can't force to open it. Ich bin eingesperrt. Haben wir irgendwas? Wir haben eine Wachsfigur. Können wir die mit dem Feuer? Ich verstehe den auch nicht. Was labert der? Wie kommen wir wieder raus? Hey, jetzt ging es einfach wieder auf. Okay. Also was auch immer hier flüstert, ist eindeutig hier drin, aber man sieht es nicht. Warte, da sind noch irgendwie zwei Zellen. Hier können wir noch rein? Ah, das ist die, wo wir gerade waren.
Jetzt haben wir ja alle, ja. Können wir die jetzt aufmachen von hier? Ja. Now it's unlocked. Okay, wir müssen auf jeden Fall in den Garten. Ah, hätten wir auch von da gekonnt, ne? Wäre viel schneller gegangen. Machen wir, gehen wir wieder zurück. Ich frage mich, was der da labert. Ich verstehe es nicht. Ich glaube rechts. Ja. Oh ne, hier ist gleich bestimmt wieder das unangenehme Geräusch, oder? Ja. Oh. Ich weiß nicht, ich mag das nicht. James weiß anscheinend, wo er das reinmachen muss. Ich vertraue ihm da. Bitte was? Boah. Uah. Das ist schon lustig. Ich gehe mal raus, weil dieses... Also ich weiß nicht, ob jetzt... Hufeisen! Boah, nee, raus. Können wir vielleicht mit dem Hufeisen irgendwie... Aber da ist doch was drin, oder? Guck mal, da oben ist doch so ein silberner... Wir konnten das ja nicht. Kommen wir vielleicht mit dem Hufeisen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Nee, vielleicht müssen wir es an der Falltür. Wir gehen da erstmal speichern, würde ich sagen. Da können wir bei der Falltür können wir speichern gehen. Eins zurück. Hier ist schön stehen. Hier gefällt es mir. Es währt natürlich nicht lange. Okay, links. Wo können wir speichern? Hier? Ja. Das mache ich mal. Über der Toilette, wundervoll. Dann können wir hier das Hufeisen benutzen? Nee. With just this. Macht er da jetzt was oder nicht? Ah, ich musste noch was drücken. Wir haben mit Wachs... Ja, das muss mir jemand erklären, wie das funktioniert. Ja. Wir sind... Ich glaube, weiter unten jetzt im Gefängnis, aber immer noch im Gefängnis, ne? Ich habe immer noch nicht wirklich meine Waffe benutzt, außer dem einen, aber der stand halt direkt vor uns. Der hat ihn die Flinte auch direkt umgehauen. Ich möchte wissen, wie der auf Range ist. Das sehe ich jetzt mal. Sieht aus wie eine Art Leichenhalle, aber...
Did that just move, or was it only in my imagination? James, ich finde... Okay, die Leichen stinken ganz schön. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die sehen auch echt schon eklig aus. Und James, ich kann mir beides vorstellen. Und noch eine. There's a hole in the floor. I can't see the bottom. How far does that thing go? Da ist wieder ein Loch. Ich kann den Boden nicht sehen. Wie weit geht es wohl? Ja, wir sind heute schon so oft runtergesprungen. Do it. Oh Gott, die Sounds. I don't have a map. Another hole. Do I really have to drop through it? Yeah. Sind wir jetzt? Oh, da ist noch eine Tür. Ah, ich habe keine Map. Wo mich das wohl hinführt? Hier ist auf jeden Fall Ammo. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Hier ist ganz schön viel Ammo. Ja, hier ist ganz schön viel Scheiß in dem Fahrstuhl. Ich beschwere mich nicht eigentlich, aber... Da. Von hier hinten auch? Nee. Oh, hier kann man speichern. Oh, ich weiß, wo wir sind. Amazing rifle. Amazing. Ich nehme die Shotgun. Ja. Die ist es für mich. Ich bin ein Shotgun-Spieler, Freunde. Auch in anderen Videospielen. Ich meine, ich snipe auch sehr gerne. Aber sonst, ich weiß nicht. Ich bin ein Shotgun-Mensch. Can't get through. Ja, habe ich hier eine Map? Ah, die male ich mir selber. Okay, das ist interesting. Bist du links oder rechts? Rechts. Oder doch links? Ach, was weiß ich denn? Da geht's runter. Da gehen wir gleich runter. Bist du doch hier, ne? Ja. Da geht's auch runter. Und hier geht's auch runter. Ach Gottchen, ey. Wir gehen erst da vorne runter. Ich werde mich hier so verlaufen. Man macht Sinn. Ich glaube, die Area heißt tatsächlich Labyrinth. Hallo? Ey, wo rennt der hin?
Oh Gott, James. Da bin ich auch schuld, ne? Ich müsste auch einfach mal gucken, wenn man nachlädt. Okay, die ist total scheiße auf die, die da unten rumrennt. Soll sie da im Wasser rumrennen? Oh Gott, was ist das denn hier? Hier sind so eine Art Türen. Ah, dieses Rätsel. Das Rätsel habe ich nie verstanden, Freunde. Keine Ahnung, was haben wir jetzt gemacht? Uns haben wir zugemacht, ne? Oder war es hier? Jetzt haben wir zugemacht. Ne, zu ist doof. Oh? Wir haben einen Weg. You're alive! Maria, I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Not at all, silly. Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and then... James, what are you talking about? Just before, don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon. Maria lebt und ist in einer Gefängniszelle. Sie möchte nicht mit uns reden. Maria lebt und hat wohl Kram erzählt, den nur Mary wissen sollte. Oder vielleicht auch nicht. Was ist das denn? Eieiei. I got a wire cut. Mach nicht so laut. Ey, ich geh mal kurz zurück. Hier ist ein bisschen lauter. Also, Maria lebt. Maria ist eingesperrt. Sie kann sich nicht an die Szene mit Pyramid erinnern. Und ja, ich glaube, das hat James jetzt ein bisschen verwirrt. Und jetzt ist unsere Aufgabe halt, dass wir sie irgendwie da rausbekommen. Dass wir zu ihr kommen. Was ist das laut? Ich gehe mal wieder darunter. Ah, der eine Assi lebt hier unten noch, ne? Da ist er. Ja. Scheiß auf den.
Hier war noch eine Leiter. Gehen wir mal dahin. Und sie war wieder ein bisschen flirty. Oh Gott. Was ist denn hier los? Oh Gott. Freunde. Ha! Ey, wir sind pirated. Insane. Wir haben pirated Waffen hier unten gefunden. Es passiert so viel gerade. Das ist ja... Warte, wir gehen hier unten immer. Es ist insane. Also, wir haben Pyramid Heads Waffe gefunden. Maria lebt. Maria scheint auch ein bisschen verwirrt. Da geht's hoch. Was ist hier noch? Ah, hallo. Heilen. Heilen. Freund, es passiert so viel. Nimm mal das. Und immer noch eins davon, damit du wieder grün bist. Sollen wir die mal ausprobieren an dem Gegner? Ich weiß, die ist super langsam, super schwer, wen damit zu treffen. Aber wenn man wen trifft, dann macht sie Damage. Und der ist schon tot. Habt ihr das gesehen? Kann man, sagt das was? Massive Weapon wielded by Pyramid Head. Hard to use, but lethal. Ja. Ich habe eine Theorie gelesen, dass Pyramid Heads Schläge, wenn er so seitlich schlägt, wie James schlägt mit der Waffe, dann sind seine Schläge nicht lethal. Bei James aber anscheinend schon. Er kann aber wohl auch so einen Schlag von oben machen. Ich glaube nämlich bei dem Bosskampf im Apartment macht er den. Wisst ihr noch, da, wo ich irgendwie dreimal gestorben bin, da macht er so einen Schlag von oben. Und der ist immer lethal, der ist immer One-Shot, aber der seitliche nicht. Und falls ihr euch erinnert, im Krankenhaus, wo er uns da vom Dach runtergekickt hat, macht er den seitlichen. Also er wollte uns da nicht töten mit dem Schlag. Er wollte uns wirklich irgendwie da runterkicken, vielleicht helfen. Ich weiß nicht, inwieweit man das als Hilfe ansehen kann. Aber er wollte uns auf jeden Fall nicht umbringen mit dem Schlag, weil er hat nicht seinen Lethal-Schlag gemacht. Das finde ich ist eine sehr interessante Theorie. Da müssen wir irgendwie hin, ne? Das sieht mir so aus. Ich glaube, da konnte man speichern. Wo waren wir denn noch nicht hier in dem Labyrinth? Da an irgendwelchen Türen. Na, da kommen wir nicht durch. Geradeaus und dann rechts. Haben wir da nicht gerade? Geht's ja nicht einfach nur runter zu... Nee, da ist das. Wie kommen wir denn da hinten? Wir müssen da hinten irgendwie. Ich hau dem gleich auch eins mit Pyramid Heads Schwert drüber, dann gucken die aber doof. Okay, nee, der ist tot. Ach nee, wir haben doch hier... Ah, sind wir doof. Wir haben doch diesen Cutter. Den Wire Cutter da, das Kabelschneid-Dingsbums. Wie heißt denn sowas? Na, da, diese Schere. Eine Big Schere haben wir. Ist hier lang richtig? Nee, ist sie nicht. Absolut nicht. Da, ja, ich speichere aber jetzt doch vorher mal. War das hier? Ja. James sich das nur eingebildet hat mit Pyramid Head im Flur. Aber ich meine, Pyramid Head ist augenscheinlich echt. Wir tragen seine paar Tonnen schwere Waffe jetzt mit uns rum. Das war ekliges Geräusch.
Eieieiei. Nee, stehen geblieben. Ach du Assi, ey. Okay, hier geht's schon mal hoch. Da ging's noch weiter. Wo sind wir denn hier jetzt? Von da hinten sind wir gekommen. Ist halt wirklich ein Labyrinth, ne? Macht seinem Namen alle Ehre, die Area. Ach du Scheiße, wo bin ich denn? Hey, hallo? Okay, James. Warte, lag da Emmo? Nee, ich dachte, ich hätte da was glitzern gesehen. Bis hier rechts, oder? Oh Gott. Hier sind doch bestimmt wieder diese. Hier ist so ein Gitter. Ja, da geht's rum. Puh. Sehr atmosphärische Area. Ich glaube tatsächlich, das Labyrinth, also das hier, der Part ist einer meiner Lieblings-Areas im Spiel. Die macht mir irgendwie am meisten Spaß. Ich weiß, dass ich hier beim ersten Mal, glaube ich. Aha. Okay. Machen wir den erstmal platt. Oh Gott, James. So ein Dussel, ne? Also nein, ich bin der Dussel. Weil ich da einfach nicht drauf achte. Ich glaube, das Labyrinth beim ersten Mal fand ich das auch am gruseligsten. Von allen Areas. Und ich weiß, dass das im Remake fand ich das auch sehr, sehr unheimlich. Ey, wir waren hier doch bestimmt schon 100 Mal, oder? Nee, anscheinend waren wir genau hier noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Geh mal hier hoch. Oh, sieht gut aus. Können wir die Zeitung lesen? Tatsächlich. There's a new newspaper on the ground. It's stained with something that looks like blood. Und man kann es nicht mal richtig lesen. Also das ist eine Zeitung auf dem Boden, die ist ein bisschen blutbeschmiert. Man kann sie nicht mal richtig lesen. The... Irgendwas? The... Of a man later... The body, glaube ich. The body of a man later identified as Thomas O. Lumberjack? Age 39, also der Körper eines Mannes von Thomas irgendwas Lumberjack, war 39 Jahre alt, wurde discovered in the lying. The probable cause of death was multiple stab wounds to the front of the neck and the left side of the torso by a sharp-edged weapon. Der wahrscheinliche Todesgrund sind mehrere Stichwunden. Vorne Hals, Nacken und linke Seite des Oberkörpers, die mit einem scharfkantigen, mit einer scharfkantigen Waffe hinzugefügt worden sind. The estimated time, glaube ich, time of death, die geschätzte Todeszeit, war irgendwas zwischen 11 Uhr abends und 12.30 Uhr Mitternacht.
Due to signs of struggle in the room and the lack of a murder weapon, police are concerning this homicide and have opened a murder investigation. Okay, wegen Zeichen von Kampfes im Raum und das Fehlen der Waffe. Denkt halt die Polizei, dass auf jeden Fall ein Mord war und haben eine Mordinvestigation eröffnet. Furthermore, given the fact that the cash in the room was untouched and Mr. O irgendwas? A history? Okay, er hatte eine History mit Betrunkenheit und Gewalt und das Geld im Zimmer war unberührt, das lag da immer noch. The police? Also es war keine Robbery? Kein Raub, kein Einbruch. A crime of... Keine Ahnung. Speichern wir. Es ist dunkel hier und ziemlich ruhig. Die Zeitung. Da war überall die Zeitung. Are you okay? Angela, relax. Don't order me around! I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he always did. You only care about yourself anyway. You disgusting pig. Angela. Don't touch me! You make me sick. You said your wife, Mary, was dead, right? Yes. She was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. Das war relativ viel Input. Ich würde jetzt gerne euch anfangen, ein bisschen was von der Story zu erklären. Ich würde jetzt anfangen, euch ein bisschen Angelas Story zu erklären. Bevor ich das aber mache, ich möchte euch kurz sagen, ich möchte ehrlich mit euch sein, ich habe den Bosskampf jetzt ungelogen
eine halbe Stunde oder so gemacht. Der war mit Controller, ich habe es vorher mit Controller gespielt, ja. Wirklich nah an der Grenze zu irgendwie hier unmachbar. Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich mich auch einfach super dumm angestellt. Und... Oh, Pookie, willst du raus? Dann geh raus. Geh raus, aber dann komm nicht wieder rein gleich. Es war wirklich nicht schön, es war super unatmosphärisch. Ich musste andauernd neu laden, weil der hat mich andauernd gegrabt. Ich bin überall hängen geblieben mit dem Controller, wenn ich wegrennen wollte. Und das habe ich rausgeschnitten. Ihr habt jetzt einfach nur direkt die Cutscene und dann direkt den Bosskampf, wie ich es mache. Nicht, weil ich, wie gesagt, weil ich euch nicht zeigen will, wie ich irgendwie ablose. Ich habe euch oft genug reingeschnitten, wie ich irgendwie mich dumm anschicke, wie ich beim Münzrätsel da am Anfang im Apartment eine Viertelstunde brauche oder wie ich viermal bei Pyramid am Anfang sterbe. Aber einfach, weil ich das sehr unatmosphärisch fand, weil das hier doch sehr deep ist. Und ich fand das einfach blöd. Das, ich weiß nicht, ob die Entscheidung könnt ihr blöd finden, dass ich das rausgemacht habe. Vielleicht wollt ihr sehen, wie ich ablose oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich hielt das für besser. Also, ein bisschen zur Angela's Story. Wir haben am Anfang den Zeitungsartikel gelesen beim Speicherpunkt. Den habe ich euch vorgelesen. Der Mensch, um den es dort drin geht, ist Angelas Vater tatsächlich. Und Angela, das sage ich euch noch nicht, das sage ich, aber der Mensch, der gestorben ist, ist auf jeden Fall Angelas Vater. Und Angelas Vater und Angelas Bruder haben Angela, seit sie ein kleines Kind ist, sexuell missbraucht. Und das soll auch das Monster-Design darstellen. Das Monster-Design, also von dem Boss, den wir gerade besiegt haben, der Boss heißt Abstract Daddy. Ihr seht, es sieht aus wie eine sehr große Person. Man kann es zweierlei deuten. Also man sieht zwei Personen da. Ich finde, man könnte es entweder deuten, als wären es der Vater und der Bruder im Bett oder als wäre es halt eine sehr große Person mit einer kleineren Person im Bett, die über der kleineren Person hängt. Und was das darstellen soll, könnt ihr euch denken. Genauso wie hier im Raum, da an den Wänden, diese Löcher mit den... Was sind das? Diese Metalldinger, die da immer reingehen? Ich glaube, ihr könnt euch auch denken, was das darstellen soll. Also Angela hat eine sehr, sehr, sehr tragische Geschichte und ist tatsächlich im Remake, wie ich finde, sehr, 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 sehr gut geremaked. Angela ist für mich im Remake das Highlight gewesen. Ich finde, da hat das Remake, das ist der einzige Pluspunkt, den ich dem Remake im Gegensatz zum Original gebe. Angela und auch der Bosskampf ist dort viel, viel, viel besser dargestellt als hier. Hier ist es auch immer noch sehr, sehr gut, aber ich finde, im Remake ist es noch mal ein kleines Tickchen besser. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, falls ihr das Remake noch spielen wollt, weil der Bosskampf da doch sehr anders ist. Ich meine, hier auch, hier gibt der Bosskampf einem ein unfassbar beklemmendes Gefühl. Man ist in einem super engen Raum. Man kann gefühlt nirgendwo hin. Deswegen bin ich ja vorhin die ganze Zeit gestorben und gestorben und gestorben, weil er one-shottet halt und hat mich immer wieder gegrabt einfach, weil ich nirgendwo hin konnte, weil ich hatte keinen Platz. Und das stellt es halt auch da, irgendwie ein kleines Kind, was nirgendwo hin kann, was nicht wegrennen kann vor dem Vater oder dem Bruder. Wo soll es hin? Was soll es tun? Es kann sich ja nicht wehren gegen diese zwei Personen. Und Angelas Mutter hat auch nie was dagegen gemacht, beziehungsweise hat Angela auch die Schuld dafür gegeben. Und jetzt am Ende hat Angela ja auch gesagt, von wegen James will irgendwie nur das eine oder sowas. Weil Angela ist, seit sie klein ist, nicht anders gewohnt ist. Dann hat sie noch kurz etwas von Mary angenommen. Sie scheint etwas zu wissen, weil sie meinte, dass sie etwas weiß und dass wir vielleicht jemand anderen hätten oder Mary loswerden wollten. Und als Angela den Raum verlassen hat, hat James sehr verwirrt gesagt, dass er das nie tun würde. Aber er hat es, finde ich, nachdenklich gesagt. Als würde er jetzt über etwas nachdenken. Gut, deswegen sind auch im Flur nochmal diese ganzen Zeitungsartikel, den wir vor der Tür am Speicherpunkt gelesen haben. Dann sind wir durch die Tür durch, hier in den Flur zum Bosskampf. Und hier waren auch nochmal diese ganzen Zeitungsartikel überall. Die sollen halt nochmal einen darauf hinweisen, dass das Angelas Story ist oder ein Teil von ihrer Story. Und ja, ich finde, Angela ist auch hier, ist sie
sehr gut als irgendwie ein Überlebender von einem solchen Traumata. Ich sage immer gezielt Überlebende. Ich mag das Wort Opfer nicht gerne. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Wenn ihr auch Überlebende von solchen Traumata natürlich seid und ihr nennt euch selber lieber ein Opfer, von dem könnt ihr das natürlich machen. Ich habe auch mehrere solcher Traumata in der Richtung durch. Und ich denke leider auch viele andere Menschen. Wahrscheinlich mehr als man denkt oder von mehr als dem man weiß. Nur ich persönlich sage einfach nicht gerne das Wort Opfer, sondern ich sage eher lieber das Wort Überlebender von sowas, weil sowas ist absolut hart, sowas kann absolut ja ein zugrunde richten. Ich glaube, ich werde am Anfang vom Video auch eine kleine Triggerwarnung machen, dass in dem Video auf jeden Fall das Thema sexueller Missbrauch ein bisschen thematisiert wird. Und ja, ich hoffe, das hat euch jetzt nicht zu viel runtergezogen hier, dieses Gespräch. Aber ich möchte euch sagen, ich weiß, das klingt dumm, ich möchte euch aber sagen, ihr seid nicht alleine. Seid ihr nicht? Vertraut mir, ich verspreche es euch. Und ihr seid ganz tolle und starke Menschen, egal was ihr durchgemacht habt. Und meine Instagram-Nachrichten, das sage ich euch jetzt hier, sind offen, falls ihr irgendwas zu bereden habt, falls es euch nicht gut geht. Falls ihr, keine Ahnung, falls ihr einfach irgendetwas braucht, meine sind offen. Ihr könnt mir gerne immer schreiben und ihr, ja, ich werde in die Bio, also in die Beschreibung, werde ich irgendwie ein, zwei Ressourcen noch verlinken, falls ihr irgendwie Hilfe braucht, wo ihr euch Hilfe holen könnt. Das ist, ich werde das ganz oben in die Bio packen, also müsst ihr halt aufklippen, aber ich werde es ganz oben reinmachen. Dort könnt ihr euch Hilfe holen. Gut, das war jetzt sehr, sehr viel Gerede. Es war sehr deepes Gerede. Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht zu doll runtergezogen. Hier liegt er. Da sieht man es halt auch nochmal, ne? Eine große, ekelige. Ja, es ist auch wirklich, es ist ekelig. Und das passt, glaube ich, wie viele sich fühlen in dieser Situation. Eine eklige, riesengroße Person, gegen die man sich nicht wirklich wehren kann. Okay, wir gehen jetzt raus. Ich spiele jetzt immer noch mit Tastatur hier kurz zu Ende. Ich würde sagen, wir speichern auch gleich hier. Wir können da links speichern. Könnten wir hier auch speichern? Hier ist ein Rätsel. Das machen wir nächstes Mal. Das machen wir nicht heute. Komme ich wieder raus? Ja. Okay, wir gehen da hinten speichern. Hier seht ihr nochmal die Zeitungsartikel am Boden. Ja, wir gehen hier speichern. Ja, hier drüber. Ja, ich möchte bitte den... Gut. Hier, ihr seht, ich hab ein bisschen aufgenommen irgendwie. Ich bin da etwas kleben geblieben. Ja doch, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Das war nämlich ziemlich viel zu verdauen. Ich wollte euch halt kurz irgendwie die Story noch erklären, damit ihr irgendwie seht, was der Bosskampf so darstellen soll. Und man sieht am Ende das auch noch, man sieht die Wut in Angela, wenn sie ihren Vater da mit dem Fernseher, ich glaube, das war der Fernseher, ne? Wenn sie ihn damit nochmal erschlägt, also den Boss, und ihn damit finished und wie sie rumschreit, und ja, es ist tragisch. Und ich glaube, vor allen Dingen halt Menschen, die Sachen in der Richtung erlebt haben, können das sehr, sehr gut nachvollziehen, wie sie sich fühlt. Gut, wirklich, es war jetzt genug trauriges Gelaber, es war harter Tobak. Wie gesagt, ich werde eine Triggerwarnung am Anfang reinpacken, und ich werde, keine Ahnung, ein, zwei Telefonnummern in der Bio verlinken. Und ich hoffe wirklich, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr passt auf euch auf. Ich habe euch lieb. Denkt dran, irgendwer hat euch immer lieb. Und wenn ihr denkt, niemand hat euch lieb, ich habe euch lieb. Ich schwöre, ich habe euch lieb. Und wir machen dann nächste Mal weiter mit diesem Rätsel, was wir da gesehen haben, mit den 6 hängenden Menschen. Und wir werden dann noch weiter das Labyrinth erkunden. Gut, wir sehen uns dann morgen wieder. Bye, bye.